Willkommen im Keller. Es ist mal wieder nach langer, langer Zeit, dass wir uns mit einem Baum intensiver beschäftigen, haben sich ja viele gewünscht. Es geht natürlich um den Wacholder, das wisst ihr schon, das steht im Titel. Ich neige dazu, da immer ein Geheimnis draus zu machen, aber ja, das ist halt so. Und das ist auf jeden Fall eine sehr extreme Baum- bzw. Strauchart, denn nix beim Wacholder ist was anderes als Gras sozusagen. Ne? Was der macht, macht er entweder extrem schlecht oder extrem gut, muss man irgendwie fast schon so sagen. Also zumindest geht es mir so, wenn ich über den Wacholder nachdenke. Und ich finde das Ding optisch wahnsinnig attraktiv. Ist eine sehr, sehr, sehr schöne Baum- und Strauchart, wie ich finde. Aber da kann man sich natürlich gerne streiten. Und ich möchte euch, weil ich jetzt im Keller hocke, wie ihr seht, gerne per Voice-Over jetzt noch ein bisschen was zur Bestimmung entsprechend einblenden und den praktischen Teil sozusagen mit Bildmaterial zu der eigentlichen Art, den gibt es halt wie gesagt eben jetzt als Einspieler. Und danach sehen wir uns wieder zum Holz. Dann auf zum Bestimmungsteil. Der Wacholder ist ein Strauch oder Baum, je nachdem. Meistens wächst er eher strauchförmig. Wenn er als baumförmiger Wacholder auftritt, dann kann er so bis zu 15 Meter hoch werden. Grobe Angabe. Nach unten gibt es fast schon keine Begrenzung. Es gibt auch Zwergstrauch-Wacholder, der 5 cm hoch wird oder sogar noch niedriger am Boden rumkriecht. Also das ist alles möglich. Aber wie gesagt, wenn baumförmig, dann so bis 15 Meter. Oft hat er so eine zylindrische Form und wird deshalb auch gerne als die Zypresse des Nordens bezeichnet. Damit ist er allerdings nur relativ entfernt verwandt, aber diese zylindrische Form ergibt sich einfach dadurch, dass Seitenzweige oft auch nach oben orientiert werden und er eigentlich nahezu immer mehrstämmig auftritt. Also nicht klassisch wie eine Fichte, die einen Stamm hat, sondern er hat immer mehrere, Äste, die stammförmig eben entsprechend nach oben wachsen, und man spricht dann halt von Mehrstämmigkeit. Seitentriebe wachsen auch immer stückchenweise nach oben, so in schätzungsweise oft einem 30-Grad-Winkel. Die Spitze hängt dann allerdings ein kleines bisschen nach unten. Das kann man hier bei dem Exemplar links im Bild ganz schön erkennen, wenn man sich immer die kleinen Triebelchen im oberen Bereich anguckt oder im äußeren Bereich. Die Spitze hängt immer ein klein wenig nach unten. Das ist ganz charakteristisch für einen Wacholderzweig. Kommen wir zu den Nadeln. So, also zunächst mal hat der gemeine Wacholder nur Nadeln und keine Schuppen. Wenn ihr Schuppen findet, dann ist es schon mal nicht der gemeine Wacholder. Dann, die Nadeln sind quasi ein sehr langgezogenes Dreieck. Sie sind unten am breitesten und verjüngen sich dann zur Spitze hin, werden an der Spitze so spitz, dass sie stark stechend sind. Das ist ein wichtiges Bestimmungsmerkmal, also wirklich stark, stark stechend und enorm unangenehm, den Zweig ohne irgendwelche Schutzhandschuhe oder ähnliches anzufassen. Also wirklich ganz stark stechend. Wichtig. So. Dann haben sie auf der Nadeloberseite, was man hier auf der oberen Zweighälfte bei diesem Foto ganz gut erkennen kann, haben sie auf der Nadeloberseite, nochmal Oberseite, wichtig, einen grauen, weißlichen Streifen. Also man kann eher die dunkelgrüneren Ränder dieses Streifens besser erkennen als den Streifen selber. So, und das ist ein Stomatastreifen. Stomatastreifen habe ich euch schon mal erzählt. In mehreren Videos schützen die Spaltöffnungen vor Gasverlust. Der Wacholder ist sehr gut an Trockenheit angepasst, weil er halt eben diese schönen dicken Stomatastreifen da hat. So, und der ist eben auf der Nadeloberseite, und das ist das wesentliche Bestimmungsmerkmal. Bei keiner anderen einheimischen Nadelholzart, wüsste jetzt jedenfalls nicht eine, bei der das noch so wäre, ist der Stomatastreifen auf der Nadeloberseite. Damit ist das Ding schon wirklich sehr einfach zuzuordnen. Und wenn man dann halt eben noch das mit den stechenden Nadeln beachtet, hat man schon fast. Letztes Bestimmungsmerkmal, die Nadeln liegen in Quirlen, also in dreifacher Ausführung im jeweils 120-Grad-Winkel abstehend vor. Wenn du von oben auf den Zweig drauf guckst, frontal auf den Zweig drauf schauen, dann sieht das aus wie ein Haufen Mercedes-Sterne, die quasi nacheinander am Zweig sitzen.
Diese Mercedes-Sternform ist ganz, 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 ganz typisch. Dieser dreinadlige sogenannte Quirl halt eben entsprechend. Ja, und das ist es auch schon im Wesentlichen, was man zur Bestimmung über die Nadeln wissen muss. Ist wirklich eine einfach zu bestimmende Art, kann auch mit nichts anderem verwechselt werden, höchstens mit einem anderen Wacholder. Aber da ist das Wesentliche, der wesentliche Unterschied, dass die anderen Wacholderarten eben sehr wohl, meistens zumindest, auch irgendwelche Schuppenblätter aufweisen. Bei den einheimischen Wacholderarten ist man mit der Bestimmungsmethode jedenfalls auf der sicheren Seite und verwechselt den gemeinen Wacholder auch nicht mit dem erheblich viel giftigeren Sadebaum, weil der nämlich teilweise sehr wohl solche Schuppenblätter aufweisen kann. So. Die sogenannten Wacholderbeeren sind keine Beeren, sondern eigentlich Zapfen, weil der Wacholder ein Nadelbaum ist und demzufolge per Definition keine Beeren haben kann. Es handelt sich also im Inneren dieser Beere, die keine ist, des Zapfens, sehr wohl um den Samen vom Wacholder, aber was da drumherum ist, ist eben kein wirkliches Fruchtfleisch, sondern verfleischlichte Nadeln, und zwar drei Stück. Also drei Wacholdernadeln, die hier mit extrem vielen Nährstoffen und zusätzlichen Inhaltsstoffen quasi so aufgepumpt werden, dass sie sich wie eine Beere um den eigentlichen Samen eben entsprechend schließen. Die brauchen 3 Jahre, bis sie reif sind. Dazu gehe ich aber später nochmal ein bisschen ein, bevor man sie essen kann. Und sind, solange sie nicht reif sind, aber auch noch sehr, 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 sehr hart. Also wenn sie leicht weichlicher werden, dann sind sie im Regelfall auch weich. Aber wie gesagt, dazu später noch ein paar Worte mehr. Und dann ist noch arttypisch, dass der Wacholder eigentlich fast immer mehrstämmig wächst. Wenn man also näher rangeht und sich mal dieses Büschlein anschaut, wird man immer nicht einen zentralen Stamm entdecken, sondern immer mehrere Stämme, die entsprechend nach oben wachsen. Das ist schon, wenn man doch mal nur einen Stamm entdeckt, dann wäre das eine ganz, ganz seltene Anomalie. Es ist also wirklich was, was auch zum Bestimmungsmerkmal taugt. Bei der Borke spricht man auch von einer Streifenborke, weil sie in so länglichen Streifen vorliegt. Oft gräulich bis bräunlich, die inneren, frischeren Bereiche sind oft bräunlicher, die äußeren, schon leicht abgestorbenen Borkenteile sind dann eben die deutlich gräulicheren, die man hier schön sehen kann. Meiner Meinung nach eine ästhetisch sehr, sehr, sehr ansprechende Borke. Und zum Ende vom Bestimmungsteil hätte ich hier noch eine kleinen Schwenk über so eine Wacholderheide auf der Schwäbischen Alb. Und grundsätzlich alle Bäume, die ihr hier im Hintergrund gesehen habt, die nicht so richtig wacholdermäßig aussehen und ein bisschen größer sind als halt unser Wacholder, sind auch kein Wacholder, sondern sind irgendwelche Fichten oder Kiefern. Aber die müsstet ihr eigentlich schon erkennen können, wenn ihr bei mir immer schön aufgepasst habt. Und damit herzlich willkommen zurück und wir kommen zum Holz. Und wie ihr vielleicht seht, da liegt was. Was da liegt, ist einmal eine 10-fach Botanikerlupe, auch für Holzbestimmung überaus wichtig, muss man haben. Und dann habe ich hier noch diverse kleine Proben von Wacholderholz aus Amerika. Bemerkenswert ist, die standen alle an derselben Stelle und wir haben da enorm interessante Unterschiede im Wachstum. Wenn wir uns diese Scheibe hier mal anschauen, so dürftet ihr es einigermaßen gut sehen können vom Licht her, ne? Also hier haben wir relativ breite Jahrringe. Jetzt. Das hier zum Beispiel das Äußere. Das ist ein Jahrring. Das hier ist nochmal ein Jahr. Das ist nochmal ein Jahr. Besser kann ich es auf der Kamera nicht erkennen. Also die sind relativ breit. Die haben zum Teil sogar so 5 mm, 4 mm oder sowas. Das ist ein ganz ordentliches Wachstum. Zum Vergleich, eine Douglasie schafft Jahrringe bei deutlich über einem Zentimeter Jahrringdurchmesser. Eine Fichte, da kann man so grob einen Zentimeter, wenn sie gut wächst, irgendwie annehmen. Trotzdem ist es im internationalen Vergleich sozusagen mit einem halben Zentimeter noch ein ganz ordentliches Wachstum. Das ist also ein sehr, sehr schnell gewachsener Wacholder, der auch so ein bisschen Anomalien aufweist, weil dem fehlt das, was bei Wacholder normalerweise ganz typisch ist, das dunkle Kernholz. Und außenrum das erheblich heller sich absetzende Splintholz. Das liegt einfach daran, dass das innere Holz, das besonders empfindlich ist, wenn da irgendwie der Pilz reinkommt,
vom Baum, vom Strauch nochmal separat geschützt wird. Das heißt, da werden nochmal zusätzlich ätherische Öle eingelagert im Holzinneren, um eben sicherzugehen, sollte aus irgendwelchen Gründen ein Pilz jetzt hier eindringen, dass der nicht wirklich direkt ins Innere vom Holz eindringt und sich dann im Inneren vom Holz unkontrolliert ausbreiten kann und von innen sozusagen den Baum auffrisst. Fast jede Baumart macht das, dass die in irgendeiner Form so einen Schutz einlagert. Es ist nicht immer farblich sichtbar. Beim Wacholder ist es der Fall, typischerweise. Aber eben bei unserem Beispiel für Wacholder mit extrem schnellem Wachstum, der ist schlicht und ergreifend vielleicht auch einfach noch zu jung, als dass sich da schon ein deutlicher Farbkern herausgebildet hätte. Wenn der Farbring dann kommt, wäre er vielleicht in diesem Bereich zu erwarten. Aber wir müssen wirklich mal uns die Jahrringe anschauen bei so einer Holzuntersuchung. Wir haben hier, ich zähle mal kurz nach, das Ding ist 11 Jahre alt. Also dieses Stück, ne? Nicht die ganze Pflanze, nur dieses Stück, das ist ja aus dem Ast. Hier haben wir was von vergleichbarer Größe. So, und wenn wir jetzt hier versuchen, die Jahrringe zu zählen, was ich gar nicht tun möchte, weil es mir zu viele sind, dann stellen wir fest, wir kommen hier mindestens auf 50, 60, eher viel mehr. Und eine kleine Ergänzung zu der Kernthematik. Dass wir bei dem schnell gewachsenen Stück noch keinen Kern haben, liegt einfach daran, dass es entsprechend jung ist. Dass wir bei diesem alten Stück auch keinen Kern haben, liegt einfach daran, dass es auch noch nicht alt genug ist, obwohl es schon älter ist. Das ist nämlich auch nur ein Seitenast, diese kleine Scheibe, und der Kern bildet sich zunächst mal im Hauptstamm. Jetzt ist so ein Wacholder ja im Regelfall mehrstämmig. Das dauert also sehr lange, bis dann in jeden kleinen Seitenstamm überhaupt dieser Kernbildungsprozess sozusagen eingedrungen ist. Das kann also nochmal locker 100, 150 Jahre dauern, bis sich dann in so einem Seitenast dann überhaupt dieser richtige Kern entsprechend ausbildet. Dieser dunkle Ring hier, der entsteht nicht dadurch, dass da irgendwas eingelagert ist, sondern wir können hier quasi über die Wachstumsgeschichte dieses Stücks Holz jede Menge ablesen. Was wir hier nämlich schön sehen können, ist, in den letzten Jahren, also hier außen ist am jüngsten, da wurde er abgeschnitten quasi zu diesem Zeitpunkt oder ist er abgestorben, das war natürlich totes Holz. Ich habe es aus Amerika, hat es mir mein Onkel mitgebracht und der hat keinen lebenden Wacholder gefällt. Ne? Er hat von toten Stücken was abgesägt. So, und hier außen, also kurz bevor er gestorben ist, hatte er eigentlich gute Lebensbedingungen, weil das Holz ist relativ hell, das spricht auf einen relativ großen Jahrringabstand, deutet das hin. Und hier dieser dunkle Ring, da hat er unglaublich geringe Jahrringabstände. Ja, hier kann man es einigermaßen erkennen. Seht ihr? Ja. Also, das sind die normalen Jahrringabstände, Jahrringbreiten. Und hier sind diese extrem verkürzten. Das muss also eine ganze Periode gewesen sein. Hier, Periode von schlechten Jahren. Also viele schlechte Jahre hintereinander. Was da passiert ist, kann man sich so alle möglichen Gedanken machen. Kann ich auch nur spekulieren, ist aber hochinteressant. Auf jeden Fall ist hier mehrere Jahre in Folge irgendwas schlecht gewesen. Das komme ich jetzt zähltechnisch, diese Periode der miesen Jahre, das müssten ungefähr 7 oder 8 sein. Was aber auch vorstellbar ist, das habe ich nämlich selbst in meiner Bachelorarbeit untersucht, dass die vielen schlechten Jahre die Folge von dem ersten schlechten Jahr gewesen sind. Ne? Wenn wir uns nämlich mal angucken, vor unserem vielen schlechten Jahren gibt es eigentlich nochmal einen relativ breiten Jahrring und dann fangen die plötzlich an. Es wäre also durchaus vorstellbar, dass zum Beispiel im ersten schlechten Jahr, das das Ganze ausgelöst hat, gar nicht so mies gewesen ist, beziehungsweise unser Wacholder hatte noch Reserven und ist trotzdem ganz gut gewachsen in dem entsprechenden Jahr und hatte aber dann die Jahre darauf keine Ressourcen mehr und musste wirklich nur noch mit Minimalwachstum quasi arbeiten, weil er aufgrund der nicht besser werdenden Bedingungen lange gebraucht hat, um sich quasi von dem Schrecken dieses einen furchtbaren Jahres zu erholen. Ne? Das wäre möglich.
Hätten wir hier jetzt einen Bereich, wo die Jahrringe plötzlich viel breiter sind als sonst wo, dann könnte man zum Beispiel davon ausgehen, dass er bisher immer ein bisschen Schatten abbekommen hat, der Wacholder. Und jetzt wurde er zum Beispiel freigestellt und jetzt steht er in einer Situation, wo er viel mehr Licht bekommt und dann werden die Jahrringe immer breiter. Das ist sicherlich hier irgendwie der Fall, ne? Dass dieser Wacholder super viel Licht bekommen hat und unter optimalsten Bedingungen gewachsen ist, weil sonst würde eine langsam wachsende Art wie der Wacholder niemals solche Jahrringe ausbilden. Hier haben wir noch ein schönes Exemplar und da können wir jetzt auch wieder schön den Splintholzanteil erkennen. Ich weiß auch nicht, wo exakt die her sind und unter welchen Bedingungen die eben entsprechend abgesägt wurden, aber im Wesentlichen erzähle ich euch das Ganze und zeige euch das Ganze einfach, weil das so wunderschönes Holz ist. Und eben, um nochmal zu verdeutlichen, und darauf kommen wir gleich noch in der Theorie reichlich zu sprechen, wie unglaublich fein und dünn die Jahrringe hier sind, ne? Also das ist wirklich jenseits von Gut und Böse. Da kann man es jetzt ganz gut sehen, was für feine Jahrringchen das sind. Also kaum ein anderer Baum hat so ein mieses Wachstum. Eine Eibe wächst auch sehr, sehr langsam. Aber der Wacholder, oh, der ist schon ganz unten dabei, sozusagen. Und ich hatte ja eingangs schon erwähnt, es ist ein Baum bzw. ein Strauch der Extreme. Wir kommen traditionell zur Verbreitung. Unser Wacholder hat ein extrem großes Verbreitungsgebiet. Und wir kommen zur Verbreitung von unserem schönen Wacholder. Da das Ding anpassungsfähig ist wie Sau, kaum etwas ist so anpassungsfähig wie der Wacholder. Ich möchte weit gehen, von den einheimischen Gewächsen ist er wahrscheinlich der anpassungsfähigste oder das anpassungsfähigste. Und so extreme Lebensräume wie der Wacholder besiedeln kann, das kann sonst niemand. Zumindest nicht von den einheimischen Gehölzen. Er ist auch das höchste Gehölz Europas. Nichts kommt oberhalb vom Wacholder noch vor. Den höchsten, den man mal gefunden hat, das war zwar so einer hier, ungefähr die Größe, aber es war ein Wacholder und der hat noch gelebt und den gab es mal auf 3470 Metern. Also in den Alpen logischerweise, was anderes haben wir ja nicht, was so hoch ist. Bemerkenswert. Kein anderes Gehölz steigt so hoch, nicht mal im Ansatz. Also der Wacholder kann halt Dinge, die kann sonst nichts. Außerdem kommt er direkt an der Küste vor, kommt dazwischen vor. Er kann auf extrem trockenen Standorten, wo eigentlich auch nicht mehr mit Holzpflanze zu rechnen wäre, immer noch wachsen. Jetzt nicht mitten in der Sahara, aber wirklich auf für Europa extremst trockene Standorte ist ein Wacholder noch wunderbar überlebensfähig. Er ist völlig resistent gegen Verbiss von allem. Nichts, kein Tier, was wir hier in irgendeiner Form haben, frisst Wacholder, bis auf so ein ganz paar angepasste Insektenarten, aber die sind meistens auch kein großes Problem für den Wacholder, weil die so super selten sind, nachdem der Wacholder ja auch selten ist. Es gibt sie, aber das sind auch die einzigen, die wirklich in der Lage sind, überhaupt Wacholder zu verzehren. Alles andere schafft das eben entsprechend nicht, dank seiner schönen Stachlichkeit. Sein Verbreitungsgebiet weltweit nennt man auch Zirkumpolar, sprich ein Zirkel, also ein Kreis um den Pol. Natürlich kommt er jetzt nicht in den nördlichen Eismassen auf dem Eis vor, das ist klar, sondern halt nur da, wo es Land gibt. Aber klar, den gibt es auch auf Grönland, den gibt es natürlich Kanada, Alaska, Sibirien, gibt es den überall, Skandinavien auch. Da habe ich ihn ja selber auch schon fotografiert und gefilmt und bin drin rumgelatscht und habe mich reingesetzt, was weh tut. Habe auch mal eine Wacholderdrossel drin entdeckt, das war auch toll. Die lebt im Wacholder. Warum lebt die im Wacholder? Na, weil keiner den Wacholder frisst und sich keiner ins Wacholderdickicht traut, weil der sticht. Ne? Macht also auch durchaus Sinn. Die Wacholderdrossel findet dann meistens so irgendeinen kleinen Schlupfweg, um sich da halt dann drin zu versteckeln und zieht dann entsprechend ihre Jungen drin auf. Also auch ein toller Vogel, der eben mit dem Wacholder gut Freund ist, sozusagen. Er kommt in Mitteleuropa überall vor, potenziell auf den geeigneten Standorten. Ne? Er kommt in Nordafrika vor, er kommt in nahezu ganz Asien, also bis auf die tropischen Bereiche von Asien kommt er eigentlich auch vor, in den gemäßigteren Breiten halt eben, wenn es tropisch wird, ne? Wenn es super feucht plus warm wird, dann ist irgendwann Schluss.
Da könnte der auch noch wachsen. Das andere ist aber viel konkurrenzkräftiger. Konkurrenz ist nämlich das große Manko beim Wacholder. Dazu kommen wir gleich. Es gibt ihn übrigens auch noch auf Japan. Ihm ist der Boden relativ wurscht, auf dem er hockt. Er sollte nicht extrem sauer sein, aber das geht auch. Das ist allerdings nicht der typische Wacholder-Standort. Gehen tut's trotzdem. Teilweise braucht er auch so gut wie überhaupt keinen Boden. Also wenn nur ein Fitzelchen Boden da ist, der Wacholder kann. Wenn es so trocken ist wie nur irgendwo möglich, ne, hatte ich ja schon, glaube ich, erwähnt, der Wacholder kann, super nass, der Wacholder kann trotzdem, kalt, die nördliche Verbreitungsgrenze liegt bei minus 2 Grad Jahresdurchschnittstemperatur. So gut wie kein Gehölz kommt jenseits dieser Grenze noch vor. Es gibt noch so ein ganz paar angepasste Arten, Betula nana, die Zwergbirke, auch nochmal sowas, was ungefähr so hoch wird, kann man da vielleicht auch noch antreffen, jenseits der 2-Grad-Marke. Aber das nördliche Verbreitungsgebiet ist wirklich so weit man sich es nur irgendwie vorstellen kann. Und das Ding ist absolut faszinierend, was seine Anpassungsfähigkeit und sein Leidensvermögen angeht. Denn, das ist nämlich jetzt wichtig, der möchte nicht auf diesen extremen Standorten, bei diesen miesesten Bedingungen, die man sich nur vorstellen kann, wachsen. Das möchte er nicht. Der möchte gern irgendwo wachsen, wo es schön ist, wo er schön groß und kräftig werden kann. Zum Beispiel eben irgendwelche Heideflächen. Zum Beispiel eben in der Lüneburger Heide gibt es ja durchaus auch große Wacholder. In den Heideflächen der Schwäbischen Alb gibt es ja durchaus auch wieder sehr große Wacholder. Und das ist eigentlich ganz gut für ihn. Da hat er eigentlich gute Wachstumsbedingungen, nur dass er halt eben theoretisch in Gefahr gerät, vom Schaf gefressen zu werden, das ihn nicht mag, weil er so schön stachelig ist. Also das sind eigentlich ganz gute Bedingungen. Man kann den aber auch zum Beispiel wirklich in irgendeiner Felswand in den Alpen auf 2000 Meter Höhe halt an einen Fels gekrallt finden und gut wachsen tut er da nicht, aber er kann es und niemand anders sonst. Und das ist das Wesentliche, was zum Überleben einer Art beiträgt. Entweder man setzt sich gegen die anderen durch oder man wohnt halt da, wo keiner hin kann oder möchte. Ja, und mit seinem enormen weltweiten Verbreitungsgebiet ist er die am weitesten verbreitete Nadelbaumart der Welt. Burp, ne? Das ist doch auch mal eine Hausnummer. Noch ein paar Takte zum Wachstum, da versuche ich mich auch einigermaßen kurz zu fassen, damit das nicht ins Bodenlose ausufert. Zum Durchmesserwachstum gibt es quasi keine Untersuchungen, weil das so unglaublich langsam geht, dass man das fast schon, man kann es natürlich messen, aber es messt niemand. Da gibt es quasi nichts, wo man das nachgucken kann. Zum Höhenwachstum, da gibt es ein paar vorsichtige Quellen und da haben wir so irgendwas bei baumförmigen Exemplaren. Also sprich Wacholdern, denen es wirklich, wirklich, wirklich gut geht, dass die so 10 cm Höhenwachstum pro Jahr machen. Das ist relativ mau, das ist wirklich nicht gut. Und das sind jetzt die am besten wachsenden Wacholder. Es gibt auch welche, die machen in 10 Jahren nur so 20 cm Höhenwachstum, wohlgemerkt. Also so die, und das sind auch baumförmige Wacholder, aber schon die schlechten. Und bei diesen ganz kleinen strauchförmigen, die eben am Rande ihres Verbreitungsgebiets vor sich hin vegetieren, und vegetieren ist da ein guter Begriff, weil es ist ja Vegetation, die vegetiert nun mal, das ist quasi nicht messbar, wie langsam das geht. Da kommen dann halt so 3-4 Nadeln pro Jahr dazu. Das war's dann mehr oder weniger auch schon. Aber das Faszinierende, und ich kann es nicht oft genug sagen, es funktioniert. Das Ding überlebt. Und das Schöne ist, es überlebt nicht nur irgendwie und kurze Zeit, sondern 500 Jahre ist ein ganz normales Alter für den Wacholder, wenn wir uns hier nochmal unsere Holzbeispiele angucken. Ich habe hier die Jahrringe nicht gezählt, aber bestimmt über 100, mit Sicherheit weit über 100 für so ein dünnes Ding. Ne? Also 500 Jahre, lächerliches Alter, für einen Wacholder wirklich problemlos erreichbar. Das muss nicht, der kann auch schon mal vorher sterben, aber das ist ein unterer Wert, 500. Ne? Das ist so, wie wenn man sagt, naja, Buche, so zwischen 100 und 300 im Regelfall. Dann gibt es noch so ein paar Methusalem-Buchen, die deutlich älter geworden sind. Aber das sind seltene Ausnahmen. So. Und beim Wacholder sind die seltenen Ausnahmen locker 2000 Jahre alt und wir wissen nicht, wie viel älter der noch werden kann, weil wir kein älteres Exemplar kennen. Das bedeutet aber nicht, dass es kein älteres Exemplar gibt. Zumal der Nachweis, wie alt die sind, mit diesen Winzen
winzigen Jahrringen auch unglaublich schwierig überhaupt zu treffen ist. Einfach Jahrringe zählen geht da schon allein, ja, fast schon, nicht so einfach, ne? Also es ist schon ein spezielles Forschungsgebiet. Es ist außerdem eine brotlose Kunst, den Wacholder interessiert kein Mensch. Also wirtschaftlich gesehen, und momentan haben wir ja in der Wissenschaft das große Problem, dass du nur da forschen kannst, wo du auch Geld für eintreiben kannst. Und das ist ganz bestimmt nicht bei einer wirtschaftlich völlig uninteressanten Art wie dem Wacholder. Der mag super sympathisch und faszinierend sein, aber das war es dann aber auch. Und dafür gibt es halt eben keine Kohle. Sehr traurig, aber leider ist so. Wenn es kein typisches Thema für meine Baumvideos ist, möchte ich noch ein bisschen auf die Reproduktionsbiologie vom Wacholder eingehen. Es gibt männliche und weibliche Exemplare, also nicht Blüten beider Geschlechter auf einer Pflanze. Das kann zwar vorkommen, ist aber eine seltene Ausnahme, ist vielleicht eine Anpassung an die Besiedlung der extremsten Lebensräume, an denen halt weit und breit kein anderer Wacholder zu finden ist, sodass zumindest theoretisch die Chancen eben zu einer Bestäubung, wenn irgendwer anders nebendran steht, einigermaßen ansteigen. Also vielleicht könnte das damit zusammenhängen, dass eben das nur sehr selten vorkommt. Bei Wacholderbeständen jedenfalls haben wir männliche und weibliche Bäume bzw. Sträucher. Oft findet man lange Jahre lang nur männliche und findet überhaupt keine Wacholderbeeren, was einfach daran liegt, dass die weiblichen sehr lange steril sind und erst in einem vergleichsweise hohen Alter überhaupt anfangen, Wacholderbeeren zu produzieren. So ein Zapfen bzw. eine Beere braucht ungefähr 3 Jahre, um zu reifen. Also nach 2 Jahren ist sie vielleicht schon für irgendwas verwendbar, aber im ersten Jahr kann die weder keimen, noch will die irgendwer fressen, weil da ist das Ding noch so zäh und fest, dass das nicht wirklich verwertbar ist, egal für welches Tier. Später dann, nach dem eben entsprechend im dritten Jahr oder nach dem dritten Jahr, möglicherweise können sie da auch noch dran am Ast hängen, ist durchaus vorgesehen, dass der Wacholderzapfen vom Vogel gefuttert wird. So, das heißt, der Baum setzt also auf Zookorie, also sprich die Verbreitung per Tier. Das hat den großen Vorteil, weshalb das Ding auch eben so anpassungsfähig ist, dass er damit potenziell überall hinkommt, wo irgendwann mal ein Vogel hinfliegt und was fallen lässt. Und so ein Wacholder hat Zeit, wie gesagt, der wird 2000 Jahre alt, wenn es gut läuft, oder noch älter, wissen wir nicht. Das heißt, er hat Zeit. Das Dumme ist, und da ist er jetzt wieder schlecht, weil das Ding ist halt eben extrem. Entweder ist er in irgendwas extrem gut oder er ist extrem schlecht, weil gerade eben bei den Samen, die vom Vogel transportiert wurden und dann im Volksmund ausgeschissen werden, liegt die Keimungsrate extrem niedrig. So viele Samen hat der Wacholder nicht und dann hat er auch noch eine niedrige Keimungsrate. Das ist schon traurig, ne? Kaum ein anderer Baum, bei kaum einem anderen Baum ist das so schlecht, in Anführungszeichen, wie beim Wacholder. Es langt trotzdem, ne? Das müssen wir uns auch bewusst machen. Wenn man lange genug wartet, funktioniert das auch bei extrem niedriger Effizienz trotzdem irgendwann und trotzdem landet er dann an extremen Standorten, wo sonst niemand hin möchte und kann dann halt eben ein 1000-Jährchen oder 2000-Jährchen rumhocken, ne? Also sprich, der hat noch Jesus kommen gesehen, unter Umständen. Unser Wacholder, falls er das groß zur Kenntnis genommen hat. Das weiß man ja nicht, was sich so ein Wacholder so denkt. Wir haben also Keimungsraten bei dem Zeug, was vom Vogel transportiert wurde, wahrscheinlich unter 5%. Selbst bei den nicht vom Vogel transportierten Wacholderbeeren selten deutlich über 5%. Das ist also wirklich zum Teil wirklich sehr, 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 sehr schlecht. Wenn man die Dinger selber erntet, um zum Beispiel Wacholder zu säen, um den selber anzupflanzen und sie stratifiziert, sprich sie extra lagert und aufbereitet, vorsichtig ausgedrückt, das ist ein eigenes Thema, da muss ich mal ein eigenes Video zu machen, wie man mit Saatgut verfahren kann. Also irgendwann mal, das ist persönlich nicht unbedingt mein Steckenpferd. Jedenfalls, das nennt man Stratifikation, wenn man die Dinger in Ruhe ein bisschen lagert und darauf vorbereitet, bei bestimmten Temperaturen lagert, damit dann halt eben eine Keimruhe eintritt, die dann später wieder gebrochen wird und der Embryo jetzt quasi bereit wäre, in den optimalsten Bedingungen jetzt auszutreiben. Ne? Und selbst dann kriegt man bei so vorbereiteten Wacholdersamen, ich gucke kurz nochmal nach, ja, dann kriegt man so zwischen 30% und 70% Keimungsprozent hin. Ne? Also 70% wäre gut, 30, das ist schon nicht so schön. Ne? Aber
in der freien Natur liegt das halt wirklich erheblich geringer und ist schon fast peinlich in Anführungszeichen. Und übrigens, wenn man dann mit den 5% Keimungswahrscheinlichkeit bei den wilden Exemplaren von ausgehen, dass da wenige Jungwacholder trotzdem irgendwo wachsen, die haben auch noch eine sehr hohe Anfangssterblichkeit. Die können dann, wenn sie so ganz klein sind, sehr wohl auch noch von Tieren gefressen werden, zum Beispiel vom Wildkarnickel. Das frisst ganz gerne mal so junge Wacholdertriebe, so die ganz, 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 ganz jungen. Diverse Mäuse machen ihnen Probleme und vertrocknen können sie auch oder von sonstigen Schädlingen befallen werden. Es ist also ganz normal, selbst bei Wacholderbeständen, großen Wacholderbeständen wie so einer Wacholderheide, dass es da durchaus immer mal wieder Jahre gibt, an denen kein einziger junger Wacholder irgendwo keimt. Beziehungsweise keimen vielleicht, aber halt eben nicht größer werden. Die Vermehrung erfolgt also wirklich unglaublich langsam. Dass das jetzt wirklich nach dem 28. Mal sagen jedem klar ist. So, ja, aber jetzt kommen wir dann auch wirklich zur Nutzung. Und bei der Nutzung gehen wir nochmal separat aufs Holz ein. Was kann man aus so einem wunderschönen Holz machen? Wunderschöne Dinge. Das ist einfach was super interessant ist für Schnitzereien und Drechslereien. Kleine Dinge. Pfeifenköpfe. Pfeifenköpfe ist vielleicht der Klassiker schlechthin, den man auch wunderbar aus Wurzelknollen vom Wacholder machen kann. Also wirklich wunderschön gemasertes Holz. Die schönsten Pfeifenköpfe, meiner Meinung nach, die man irgendwo sehen kann. Ich rauche ja nicht. Wenn ich rauchen würde, dann würde ich Pfeife rauchen. sind aus Wacholder Maserknollen. Wunderschöne Holzgegenstände, solche entsprechenden Pfeifenköpfe. Deswegen fange ich trotzdem nicht an zu rauchen, aber wirklich was sehr, 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 sehr Schönes. Außerdem, Kunstobjekte verschiedener Art, verschiedenes Küchenzubehör, wunderschöne Löffelchen. Man könnte sich also aus so einem Stück Wacholder, wenn man da irgendwie mal an wirklich größeres Stückchen rankommt, legal natürlich, den sollte man einfach nicht irgendwo absägen. Selbst wenn irgendwo viel Wacholder steht, bitte nicht absägen. Auch nicht die toten Pflanzenteile mitnehmen. Die gehören einfach zu dem Lebensraum dazu. Da sollte man sich wirklich nicht bedienen aus Naturschutzgründen. Das würde mir sehr sauer aufstoßen. Also, ich sehe es nicht, wenn ihr es macht, aber trotzdem, ich würde davon abraten, dass ich jetzt das Zeug rumliegen habe. Wie gesagt, der ist aus Amerika, da sind dann nochmal andere Länder, andere Sitten. Ich hätte es mir selber vielleicht auch nicht unbedingt abgesägt, aber ich bin schon auch froh, dass ich das eben entsprechend habe. Und ja, aber es ist schwierig, ne? Aber man könnte sich da wunderbar eben diverse kleine, schöne Gegenstände draus herstellen. Außerdem wird Holz noch als Räucherzusatz genutzt, auch als Wacholderholzmehl für bestimmte Räucherwaren, die dann halt eben über Wacholderholz geräuchert werden, was denen so einen ganz besonderen Geschmack verleiht. Aber Vorsicht, nicht zu viel Wacholderholz zum Räuchern nehmen, kein reines Wacholderfeuer. Das wäre dann wieder eine schlechte Idee. Der enthält das Holz enthält ätherische Öle, die so leicht alkalisch wirken. Das heißt, man kann, wenn man wirklich nur über Wacholderholz räuchert, irgendwann sein Fleisch so sehr wacholderisieren, dass es nach Seife schmeckt. Ne? Alkalisch, der Geschmack von Seife. So. Im Wesentlichen waren das aber auch schon die Anwendungen vom Holz. Fertig, aus. Historisch wurde es auch als Bogenbauholz verwendet, wenn man nichts Besseres gefunden hat. Ist kein großer Zufall, dass Wacholder und Eibe ähnlich aussehen, vom Holz her so ein wenig. Sie haben damit auch ähnliche Eigenschaften, die halt eben unter anderem durch das enorm langsame Wachstum entstehen. Deshalb diese unglaublich dichte Jahrringstruktur und das als Bogen, das ist halt schon was Tolles. Wer sich unbedingt so einen Bogen bauen möchte, dann baut ihn doch bitte immer noch lieber aus Wacholder als aus Eibe. Wacholder ist zwar auf der roten Liste durchaus aufgeführt. Die Eibe, wenn sie Natureibe ist, die wirklich draußen in der Natur vorkommt, ist aber noch seltener. Deswegen, wenn man einen Tod sterben muss, aber am besten nimmt man keins von beiden, sondern baut sich halt einen verflixten Haselbogen, der ist auch gut. Der ist vielleicht nicht ganz so toll, aber das ist auch gut. Und man ist vor allen Dingen umweltschonend eben entsprechend unterwegs. Ja, zum Holz, das war's.
Dann kommt der kulinarische Teil. Ne? Also kann man bei dieser Baumart irgendwie was essen? Und ich versuche das ja immer für den Bushcrafter draußen so ein bisschen aufzubereiten. Allgemein bekannt ist, dass Wacholderbeeren zu Wild unter Umständen sehr, sehr lecker schmecken. Sich auch mit verschiedenen anderen Gerichten und verschiedenen anderen Gewürzen ganz gut vertragen. Aber da bin ich einfach zu wenig Koch, um da jetzt einen größeren Vortrag zu halten zu wollen. Ich weiß, dass wenn man Wacholderbeeren hat, man sie zerdrücken soll, bevor man sie ans Gericht als Gewürz dran gibt, damit sie dann auch ein bisschen mehr ihr Aroma loswerden. Und ich kann euch theoretisch aufzählen, welche ätherischen Öle da alles drin sind in dem Zapfen. Es ist gar nicht so viel. Ich glaube nur 3,5% bei den reifen Zapfen oder nur 3% oder noch weniger ist überhaupt, Masseprozent sind überhaupt diese ätherischen Öle, die eigentlich für die Geschmacksbildung im Wesentlichen verantwortlich sind. Was man zu denen als allererstes wissen sollte, auch wenn man sie halt essen möchte, ist, die sind giftig. Und wie bei jedem Gift ist die Dosis eben entsprechend entscheidend. Und wenn man wirklich nur ein paar Wacholderbeeren an zum Beispiel ein Wildgericht ranschmeißt, dann passiert da gar nichts in Sachen Giftigkeit. Aber das kann man sehr wohl übertreiben und genau wie beim Holz schmeckt das Essen dann irgendwann nicht mehr, weil es leicht alkalisch schmeckt, ne, seifig. Und zweitens wird es irgendwann tatsächlich dann auch giftig und zwar so, dass man, wenn man eine Wacholdervergiftung hat, es an den Nieren merken dürfte. Das geht extrem auf die Nieren. Die Nieren versuchen die verschiedenen, in größeren Mengen giftig wirkenden Öle, die da drin sind in den Wacholderbeeren, entsprechend rauszufiltern und deswegen sind die Nieren auch das, was als allererstes angegriffen wird. Da will ich gar nicht so sehr auf die Details eingehen, beziehungsweise da reden wir nochmal im medizinischen Bereich nochmal ein bisschen drüber. Aber sicher als Gewürz relativ harmlos und ja, man kann da natürlich auch entsprechend Schnaps draus brennen. Da ich aber kein Schnapsbrenner bin, kann ich dazu jetzt gar nicht so viel sagen. Lustigerweise, das habe ich bei Wikipedia gelesen, meine meisten Infos stammen nicht von Wikipedia, diese eine jetzt schon. Das gibt es wohl auch scheinbar als Marmelade in der Schweiz, dass man da Wacholderbeeren, ja, Saft, den man da irgendwie rausgekocht hat, mit verschiedenem Zucker und so weiter und so fort, wohl wirklich eine Marmelade draus macht, einen Brotaufstrich. Fand ich auch interessant, wusste ich auch nicht. Irgendwo hatte ich jedenfalls mal gelesen, dass man pro Pfund Fleisch 8 Beeren nehmen soll. So 4 bis 8 irgendwie so, habe ich so im Kopf. Aber ja, wie gesagt, also für Rezepte, da wendet euch an jemand anders und nicht an mich, aber sicherlich ein Gewürz ist es und ich habe auch schon entsprechend gewürztes Wildfleisch mit Wacholderbeeren verzehrt und muss sagen, ja, das hat schon was. Nochmal dazu der Hinweis, die sind erst im dritten Jahr reif, lasst im ersten Jahr bitte wirklich die Finger davon, dann ist der Anteil der ätherischen Öle, die da drin ist, noch viel zu hoch. A, kann man sie sowieso nicht wirklich vernünftig kauen. B, sind sie dann doch ziemlich schädlich. Vor allen Dingen eben die giftigen Sachen sind dann noch in einem höheren Anteil drin. Warum? Das hat auch einen biologischen Grund. Der Baum will ja nicht, dass die unreifen Früchte gegessen werden, die sowieso noch nicht keimfähig sind, sondern er will, dass die gegessen werden, die keimfähig sind. Deswegen ist in den keimfähigen und den reifen eben der Anteil der giftigen Substanzen deutlich reduziert und die kann man also auch durchaus ein paar davon einfach so kauen, dass da passiert erstmal noch nichts, aber irgendwann halt schon. Also auf keinen Fall Survival Food im Sinne von beliebige Mengen, Mampf. 3 Gramm der Inhaltsstoffe sind eine Dosis, von der man auf jeden Fall krank wird. So, jetzt sind die Inhaltsstoffe aber eben, wie gesagt, nur so 2,5% oder irgendwas von der Gesamtmasse. Also man könnte schon ein paar von diesen Beeren futtern. Persönlich möchte ich trotzdem empfehlen, aus Sicherheitsgründen, belasst es bei etwa 10 Beeren. Wenn ihr aus irgendwelchen Gründen Wacholderbeeren futtern wollt, nicht mehr als 10. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, der bleibt bei 5, ne? Also das so mal grobe Hausnummer, da ist wirklich nicht ganz so sehr mit zu spaßen. Okay, also bisher war unser Wacholder relativ nutzlos. Wirklich was mit kochen können wir nicht. Okay, ob der lecker ist oder nicht, ist ganz interessant. Wenn wir in einer Survival-Situation sind, wollen wir uns da auch keinen Schnaps draus brennen. Mit dem Holz können wir auch so gut wie nichts anfangen, außer dass wir theoretisch einen Bogen draus machen könnten, wenn wir einen geeigneten Ast finden würden, was ja auch wieder relativ unwahrscheinlich ist und dass das Holz schön aussieht.
beim Räuchern einen guten Geschmack hinterlässt, ist für irgendwelche Outdoor-Anwendungen auch alles Wurst. Ne? Ist nice to know, wie es so schön heißt, aber mehr aber auch nicht. So. Die medizinische Anwendung hingegen, und da ist der Wacholder wirklich eine der nützlicheren Pflanzen, die wir draußen finden können, die spielt sehr wohl eine Rolle. Nämlich gibt es drei Sachen, bei denen man auch aus wissenschaftlicher Sicht durchaus sagen kann, jupp, das hilft. Das hilft natürlich nicht besonders super, aber das hilft. Und im Bereich der Naturmedizin ist der Wacholder damit also für wirklich sehr definitiv eine sehr, 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 sehr interessante Art. Zusammen mit zum Beispiel der Weide mit ihren Aspirinrinde. Ne? Der Wacholder auch wirklich sehr, sehr interessant für mehrere durchaus interessante Krankheiten, sage ich jetzt mal vorsichtig. Für mich persönlich super interessant, und das muss ich unbedingt ausprobieren, wenn ich das nächste Mal im Wacholder vorbeikomme. Ich habe oft Sodbrennen. Da hilft er. Da soll man entweder ein paar wenige Beeren kauen, und ich möchte betonen, kauen. Es kann auf keinen Fall schaden, wenn man davon zum Beispiel ein paar mehr nimmt, wenn man die danach wieder ausspuckt, weil die Inhaltsstoffe, die sitzen nicht unbedingt im Fruchtfleisch, in dem fleischigen Zapfenmaterial, sondern eher im Kern. So heißt, man kaut da das Fruchtfleisch runter und versucht dann den harten Kern nach Möglichkeit wieder auszuspucken. So ähnlich wie man auch von den Eiben fleischigen Zapfen das Fruchtfleisch runterlutschen kann. Man stirbt nicht, wenn man ein paar davon verschluckt, ne? Das ist Wurscht. Wurscht ist vielleicht zu viel gesagt. Vielleicht ist es sogar ganz gut, weil die Inhaltsstoffe ja auch das sind, was gegen das Sodbrennen hilft. Warum hilft das gegen Sodbrennen? Wie mehrfach erwähnt, wirken die alkalisch. Ja, und was ist das? Das Gegenteil von sauer. Und was passiert, wenn man jetzt was nicht Saures in den Magen bekommt? Es neutralisiert halt so ein bisschen die Magensäure und hilft deswegen aus ganz logischen Gründen ein wenig eben entsprechend gegen Sodbrennen. Nur völlig übertreiben sollte man es halt eben wiederum nicht. Wie gesagt, als großer Mensch, 10 Zapfen vielleicht, wenn man sie nicht runterschluckt, könnte man theoretisch vielleicht noch ein paar mehr nehmen. Ich würde es nicht riskieren und bleibe bei eben den 10. Wahrscheinlich würde ich eher nur 5 nehmen und mal hoffen, dass das dann halt schon eben hilft. Pro Tag, das ist immer so eine Tagesdosis so ungefähr. Eine Salbe herstellen soll heißen, man müsste das irgendwie klein mahlen, eventuell auch auskochen, eindicken, die Flüssigkeit, die dabei zustande kommt, also sozusagen ein Wacholderbeerensaft herstellen und den halt dann in irgendeiner Form, vielleicht noch mit irgendwelchen Ölen, wenn man hat, verbinden, um daraus eine Salbe zu produzieren oder was zum Einreiben, ein Einreibemittel, sage ich jetzt einfach mal. Es ist tatsächlich gar nicht so entscheidend, was da noch drin ist. Hauptsache ist der Wirkstoff, und das wäre in diesem Fall eben dann dieser Wacholder-Extrakt, nenne ich es jetzt mal. So, und damit kann man sich dann äußerlich irgendwelche schmerzenden Gelenke einreiben. Hilft gegen Rheuma, Arthritis und sonstige Gelenkbeschwerden. Hat eine gewisse entzündungshemmende Wirkung, die eben durch äußere Anwendung durchaus auch schon stattfinden kann. Aber jetzt bitte keine Wunder erwarten. Das ist zwar vorhanden, diese Wirkung, das ist aber jetzt nicht zu vergleichen mit moderne Medizin, Schmerzmittelchen, Salben und so weiter und so fort. Es mag dem einen oder anderen so vorkommen, dass das besser hilft als alles jemals zuvor. Das ist aber wissenschaftlich gesehen nur der Placebo-Effekt. Wissenschaftlich gesehen. Ja, ich will da niemanden in seine Weltanschauung eingreifen. Ich kann nur sagen, wie die wissenschaftliche Sicht dazu eben entsprechend ist. Aber eine gewisse Wirkung ist vorhanden. Und die dritte, wie ich finde, interessanteste Anwendungsmöglichkeit besteht im Bekämpfen von Blasenentzündung. Und Blasenentzündung ist meiner Erfahrung nach, also nicht, weil ich das dauernd habe, aber weil ich Leute kenne, die das dauernd haben, was insbesondere draußen, auch erfahrungsgemäß, halt wirklich ganz schnell mal passieren kann. So, und jetzt hat man da kein vernünftiges Mittelchen dagegen. Wenn es dann irgendwann mal eine bakterielle Blasenentzündung ist, dass da also wirklich auch dann Bakterien im Spiel sind und so weiter und so fort, wäre Antibiotika natürlich gut, aber angenommen, wir haben jetzt eine Zombie-Apokalypse mal wieder und kommen halt eben entsprechend an Antibiotika nicht ran, dann ist das Mittelchen aus der Natur, was ich in diesem Fall dann wirklich anbieten würde, Wacholder-Tee. Also Wacholder-Beeren-Tee. Circa 10
Zapfenbeeren oder was auf etwa einen halben Liter. Ich würde das Zeug auf keinen Fall allzu hoch dosiert trinken und davon vielleicht ja, einen Liter am Tag ungefähr. Warum? Was bringt das? Naja, das Gift in Anführungszeichen, das in den Wacholderbeeren drin ist, schädigt deswegen die Niere, weil die Nierenaktivität damit entsprechend angeregt wird. Wenn das Gift in geringeren Dosen zu sich genommen wird, dann wird damit auch die Nierentätigkeit angeregt, aber halt noch nicht so, dass die Niere geschädigt wird, sondern man einfach jede Menge pinkeln muss. So, und das ist deswegen gut, weil dann eben entsprechend der entzündete Bereich der Blase jede Menge durchgespült wird. Man muss dazu auch noch sehr viel trinken, das ist wichtig. Wenn man das Zeug trinkt und danach nicht noch jede Menge Wasser, dann wird es auch wieder schwierig, weil man dann durchaus auch dehydrieren kann, weil die Niere nimmt ja keine Rücksicht drauf, dass man eigentlich viel zu wenig Wasser hat. Die arbeitet dann ordentlich auf vollen Touren und es wird dann jede Menge Harn entsprechend produziert und das hilft halt eben sehr wohl, ganz natürlich, wenn man so möchte, ohne Antibiotika, eben gegen Blasenentzündung. Wer das mal für daheim ausprobieren möchte, ohne dass eine Survival Situation eingetreten ist, kann das ja mal tun, aber bloß bei der Dosierung vorsichtig sein und wichtig, nicht über längere Zeiträume. Längere Zeiträume, habe ich gelesen, wäre was um über 4 Wochen, also maximal 4 Wochen am Stück, eben so eine Wacholder-Tee-Kur. Ob so ein Wacholder-Tee schmeckt, ist doch mal, glaube ich, eine andere Frage, aber Medizin. Und dann der Vollständigkeit halber und vielleicht auch als Warnung, als wirklich ganz wichtige Warnung, also jetzt gut aufpassen, insbesondere die Frauen, eigentlich nur die Frauen, Wacholder, die Inhaltsstoffe vom Wacholder haben eine fötustötende Wirkung. Soll heißen, wenn man schwanger ist und irgendwas mit Wacholder in einigermaßen großen Mengen zu sich nimmt, am besten vielleicht, um auf ganz Nummer sicher zu gehen, auch gar nichts groß mit Wacholder gewürztes Futtern, würde ich jetzt persönlich empfehlen wollen, einfach damit man überhaupt kein Risiko eingeht. Das ist wahrscheinlich noch nie vorgekommen, dass deswegen ein Schwangerschaftsabbruch herbeigeführt wurde, aber denkbar wäre es theoretisch. Dazu eine Anekdote, die ich fast jedes Mal erzähle, wenn ich vom Wacholder was erzähle. Wir haben 2 einheimische Wacholderarten. Einmal den gemeinen Wacholder und wir haben theoretisch noch den Sadebaum. Das ist auch ein Wacholder. Der sieht sehr ähnlich aus wie der gemeine Wacholder, weshalb das früher gelegentlich mal gerne verwechselt wurde. So. Und der Sadebaum hingegen hat eine viel höhere Wirkstoffkonzentration, ist viel giftiger. Ist der gemeine Wacholder und da ist halt eben insbesondere dieses fötustötende Zeug drin. Soll heißen, man dachte lange Zeit, und das ist eben jetzt die Anekdote dazu, dass der Sadebaum deutschlandweit ausgestorben wäre. Ist er aber nicht. Man hat dann noch letzte Exemplare gefunden von der deutschen Sadebaumpopulation in Klostergärten. Warum im Klostergarten? Insbesondere bei Nonnenklöstern. Na, wofür haben wohl die Nonnen im Nonnenkloster Sadebaumbeeren gebraucht? Irgendwelche Theorien? Und das ist jetzt erstens natürlich eine ganz witzige Geschichte in Anführungszeichen bezüglich hier Zölibat und so einem Krempel. Aber es ist halt leider auch wirklich eine ganz ernste Angelegenheit, weil man halt eben teilweise früher, als der Sadebaum noch häufiger war, aus Versehen auch Sadebaumbeeren unter den Wacholderbeeren hatte und dann auch beim Schnapsbrennen aus dem Wacholder teilweise dann höhere Anteile von Sadebaumgift drin waren und tja, weg ist das Kind, um es mal wirklich drastisch zu formulieren. Also das bitte wirklich im Hinterkopf behalten. Wer schwanger ist oder vorhat, das demnächst zu werden, sollte von jeglicher Form von Wacholderprodukten wirklich die Pfoten davon lassen. Sollte man das allerdings wirklich herbeiführen wollen, ist es ganz, ganz oft vorgekommen früher, dass das auch zum Tod der entsprechenden Frau geführt hat. Ne? Also das ist ganz oft schief gegangen, der Schwangerschaftsabbruch mittels Wacholdergiften, sage ich jetzt mal. Das hat man dann immer mit dem Sadebaum gemacht, weil der halt viel intensiver wirkt. Aber wie gesagt, vorstellbar ist es auch mit dem normalen Juniperus communis. Nicht schön. Und noch ein zusätzlicher Warnhinweis, neben Schwangeren sollten auch Menschen mit irgendwelchen Nierenproblemen oder auch Menschen mit nur einer Niere auf jeden Fall die Finger von irgendwelchen Wacholderprodukten in nennenswerten Konzentrationen lassen. Also am besten vollständig die Finger von lassen. Ich habe noch was vergessen zur medizinischen Anwendung. Diese undefinierten Wacholder-Inhaltsstoffe. Da muss man wissen, im Holz etwa 0,1% davon sind drin. Man kann sich, wenn man also aus irgendwelchen Gründen keine Wacholdernadeln und keine Wacholderbeeren hat, theoretisch
auch wirklich Holz auskochen und das als Tee trinken. Ne? Theoretisch. Wie das funktioniert, gibt es keine Angaben zu. Möglich ist es. Rein technisch gesehen. So. Nadeln enthalten etwa 1% besagter Wirkstoffe. Reife Zapfen etwa 2,5%. Soll heißen, wenn man sich einen Wacholder-Tee mit den Nadeln macht, weil zum Beispiel gerade keine Zapfen zu finden sind, das ist ja durchaus ein realistisches Szenario, dass man zwar Wacholder findet, aber da sind keine Zapfen dran, beziehungsweise Beeren, dann kann man auch die Nadeln nehmen und dann wären halt eben die 2,5-fache Menge von den Zapfen sozusagen fällig, um den gleichen Effekt zu erreichen. Da müsste man dann auch ein bisschen rumexperimentieren. Sich also einen Wacholder-Nadeltee wie einen Fichtennadeltee aufbrühen, ist halt eben durchaus möglich. Vorsichtig dosieren, ich kann es nicht oft genug sagen, und dann halt mal ein bisschen experimentieren. Wenn es zu viel ist, ist es zu viel. Man stirbt aber nicht sofort. Nochmal. Und dann noch ein paar kleine Anmerkungen am Rande. So, und da gibt es nämlich die interessante Vermutung, man kann das nicht beweisen, aber es wird vermutet, dass der lateinische Gattungsname, also Juniperus, von Juvenis, Jüngling oder Mädchen, und Parere, Gebären, abgeleitet ist. Ne? Also Jüngling, Mädchen, Gebären, sprich die Geburt herbeiführend. Und das halt unter Umständen viel zu früh. Also das wussten auch schon auf jeden Fall die Römer, dass der Juniperus die entsprechende Wirkung hat. Wenn man die Zweige insbesondere ins Feuer schmeißt, dann geben sie auch diesen bekannten, schönen, angenehmen, also ich persönlich mag das sehr, die riechen leider nur noch sehr wenig, weil sie wirklich schon älter sind, die Holzstücke, die ich hier habe, aber diesen charakteristischen Wacholdergeruch geben dann die Zweige eben auch als Räucherwerk ab, einfach um einen guten Geruch in die Hütte zu kriegen. Deswegen einer der Trivialnamen vom Wacholder, der hat massenweise Trivialnamen, also ist auch Weihrauchbaum. Ne? Also nicht der Weihrauchbaum, sondern sozusagen der deutsche Weihrauchbaum, weil halt eben man damit auch die Bude ausräuchern kann, damit es gut duftet und das Ganze dann, je nachdem in welcher Kultur man eben entsprechend aufgewachsen ist, dann irgendwelche religiösen Bedeutungen haben kann. Vermutlich, das ist aber nur eine Spekulation von diversen Leuten, wurde das unter Umständen durchaus auch vor dem Christentum gemacht, dass man den halt eben als wohlriechenden Räucherzusatz eben für den Raumduft verwendet hat. Gestunken haben dürfte es nämlich genug in den Hütten damals. So, und damit, nur dass ihr wisst, welche Quelle wir verwendet haben, also größtenteils noch ein bisschen was aus anderen Büchern und ein bisschen Wikipedia, aber nur zur Information, kann ich das Buch auf jeden Fall zumachen und noch eine wesentliche Sache ergänzen. Wenn die Zombies kommen, dann kann es durchaus sehr wahrscheinlich sein, dass man sich vor den Zombies mit dem Rauch von Wacholderfeuern wunderbar verstecken kann, beziehungsweise damit die Zombies abwehren kann. Nämlich ist es zweifelsfrei überliefert, dass der Duft vom Wacholder, der Rauch vom Wacholder und einfach überhaupt ein frischer Strauch Wacholderzweige hervorragend wirkt gegen Hexen, Zauberer und andere dämonische Wesen. Das ist allgemein bekannt. Also wahrscheinlich auch gegen den Zombie. Ja, könnte durchaus sein. In diesem Sinne, macht es gut. Lasst euch nicht betüxen. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang. Ich habe versucht, ein bisschen kurz zu fassen. So ein bisschen. Macht's gut.